Italien verschärft das Einwanderungsrecht und schließt Häfen für Rettungsschiffe. Zwischen Deutschland und Österreich wird die Grenze kontrolliert und in Brüssel ringt man um eine einheitliche Asyl- und Migrationspolitik. Hat Europa keine Lehren aus 2015 gezogen? Heute in Feichtinger Kompakt die EU und Migration. Migration, Asyl, Integration, der Umgang mit irregulären Migranten und deren Verteilung sorgen unverändert für heftige Kontroversen innerhalb der EU. Vor und hinter den Kulissen wird intensiv um Lösungen gerungen. Doch was ist seit 2015 tatsächlich geschehen? Ziehen wir dazu die Migrationsagenda der Europäischen Kommission vom Frühjahr 2015 heran. Sie umfasst vier Schwerpunkte. Die Bekämpfung der Ursachen irregulärer Migration. Die Sicherung der EU-Außengrenzen und das Retten von Menschenleben. Ein gemeinsames europäisches Asylsystem und eine Politik für legale Migration. Was ist in diesen Bereichen geschehen? Zur Ursachenbekämpfung. Das ist eine besondere Herausforderung, weil Maßnahmen langfristig anzulegen und Bedingungen vor Ort oft extrem schwierig sind. Was unternimmt die EU konkret? Sie leistet mehr als 50% der weltweiten Entwicklungshilfe. 2017 waren das über 75 Milliarden Euro. 2015 wurde ein Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika eingerichtet, vor allem für Jugendprojekte. Mit 10 zivilen und 6 militärischen Einsätzen unterstützt die EU vor Ort, unter anderem in Mali und im Niger. Der 2015 initiierte EU-Aktionsplan gegen Schleuser dient vor allem dem intensiven Austausch über Organisation und Vorgehen der Schlepper. Zahlreiche weitere Programme, zum Beispiel zur Förderung der Landwirtschaft in Afrika, wurden geschaffen. Zur Sicherung der Außengrenze große Aufmerksamkeit kommt aktuell der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex zu. Sie soll bis 2020 von derzeit 1.300 auf 10.000 Personen ausgebaut werden und EU-Staaten bei der Sicherung der Außengrenze unterstützen. Österreich könnte 200 Personen entsenden. Seit 2015 läuft die EU-Operation Sophia im Mittelmeer. 42.000 Menschen wurden gerettet, mehr als 100 Schlepper wurden festgenommen und viele ihrer Schlauchboote zerstört. Zahlreiche Angehörige der libyschen Küstenwache haben Trainingsprogramme der EU durchlaufen. Dazu kommt Unterstützung für Transitländer. Das soll sie in die Lage versetzen, die Staatsordnung herzustellen und irreguläre Migranten abzuhalten. Die Einrichtung von Anlandeplattformen außerhalb der EU konnte nicht realisiert werden. So gab es zum Beispiel klare Absagen von Libyen, Ägypten und Tunesien. Das Abkommen mit der Türkei aus 2016 hält die meisten Migranten ab. It is a historic day because today we reached a very important agreement between Turkey and EU. Es sieht vor, dass Griechenland irreguläre Migranten in die Türkei zurückschickt und die EU im Gegenzug im selben Ausmaß Syrer aus türkischen Lagern aufnimmt. Weniger wirksam ist die Rückführungspolitik, die Abkommen mit den Herkunftsländern erfordert. Die EU und einzelne EU-Staaten konnten erst wenige abschließen, zum Beispiel mit Tunesien, Algerien oder Nigeria. Ein Problem dabei: die Identität vieler Migranten ist oft nicht feststellbar. Daher wird ihre Abschiebung ausgesetzt. Manche afrikanische Länder wollen sie auch nicht zurücknehmen, weil sie hoffen, dass die Auswanderer Geld in die Heimat überweisen. Wie sieht es aus mit einem gemeinsamen Asylsystem und den rechtlichen Anpassungen? Im Gegensatz zu 2015 funktioniert die Registrierung der Ankommenden weitgehend, aber nicht deren Verteilung. Die sogenannte Dublin-III-Verordnung ist seit Herbst 2015 de facto außer Kraft. Die Einführung einer EU-weiten Quotenregelung gilt als gescheitert. Man sucht fieberhaft nach Möglichkeiten, die Nichtaufnahme von Migranten durch andere Leistungen zu kompensieren. Aber auch das ist umstritten. Ein gemeinsames europäisches Asylsystem ist nicht absehbar. Zu regulären Einreisemöglichkeiten. Im September 2017 legte die EU einen Rahmen zur Neuansiedlung schutzbedürftiger Flüchtlinge fest. Bis Oktober 2019 sollen 50.000 Personen, vor allem aus Nordafrika und dem Nahen Osten, einreisen können. Die meisten Zusagen erfolgten von Deutschland und Frankreich.
Allerdings übersteigt der Zuzug von Asylwerbern diese Zahlen um ein Vielfaches. So wurde 2017 über 500.000 Personen Asyl gewährt, während nur knapp 24.000 Flüchtlinge über Resettlement-Programme kamen. Wie ist das alles einzuschätzen? Mit der Migrationsagenda gibt es zwar eine umfassende Sicht und Herangehensweise, jedoch überschattet die Verteilungsproblematik die konstruktiven Ansätze. Manche EU-Staaten verfolgen dabei neben den EU-Maßnahmen auch nationale Ansätze. So werden im Schengen-Raum Binnengrenzen wieder kontrolliert, wie am Walzerberg, oder einzelne Staaten engagieren sich direkt vor Ort, wie zum Beispiel Italien in Libyen. Die Abhaltung und Kontrolle von Migranten scheint damit in Europa möglich zu sein. Gehören damit die verstörenden Bilder von herumirrenden Booten im Mittelmeer der Vergangenheit an? Wohl nicht, weil der Weg zu einer funktionierenden Außengrenze, zu einer kontrollierten und gesteuerten Zuwanderung, zur geordneten Rückführung sowie zu einem gemeinsamen Asyl- und Verteilungssystem noch sehr lang und holprig sein wird. Dazu kommen Unsicherheitsfaktoren wie etwa Entwicklungen in Nordafrika und Syrien. Dennoch sollte mit den bisherigen Maßnahmen zumindest eine Überraschung und Überforderung wie 2015 zu verhindern sein. Mittel- und langfristige Lösungen können aber nur im EU-Rahmen gefunden werden.